Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch den Thriller Gottlos von Karin Slaughter vorstellen. Das Buch ist bereits 2007 im Rowohl Verlag erschienen, hat 510 Seiten und kostet 9,95 €. Worum geht's in dem Buch? Die Gerichtsmedizinerin Sarah Linton und ihr Ex-Mann Chief Jeffrey Tolliver machen eines Tages einen Waldspaziergang und stolpern dabei über ein Rohr, das aus dem Boden rausragt. Beiden kommt es komisch vor und sie vermuten was ganz Schlimmes am Ende des Rohres, fangen dann an zu graben und der Verdacht bestätigt sich. Sie finden also ein totes Mädchen, Abigail, und ihre erste Vermutung ist, dass Abigail grauenvoll erstickt ist. Während der Obduktion stellt sich dann aber ganz schnell heraus, dass Abigail nicht erstickt ist, sondern mit Ziankali vergiftet wurde, was auch ein ganz grauenvoller Tod ist. Und sie fragen sich, wer macht sowas? Wer tut sowas? Viele Hinweise deuten auf Abigails Familie hin. Allerdings gestalten sich die Ermittlungen da sehr schwer, denn Abigails Familie gehört einer sehr frommen Sekte an, die auf einer abgeschiedenen Farm lebt, die auch noch Ex-Sträflinge und Ex-Junkies beschäftigt. Als Sarah Linton dann auch noch einen Brief erhält, in dem steht, dass Abigail nicht das erste Opfer war, spitzt sich die Lage zu und dann verschwindet auch noch Abigails jüngere Schwester. Mehr möchte ich euch zu dem Thriller nicht sagen. Lesen, er ist super packend und spannend. Es war mal wieder ein Tauschbuch aus meiner Büchertauschkiste im Geschäft. Es war das erste Buch, was ich von Karin Slaughter gelesen habe. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich gepackt. Ich hatte am Anfang klitzeklein bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Schreibstil. Und was mich nicht so ganz interessiert hat, war die Geschichte um Sarah Linton und Jeffrey Tolliver. Die waren wohl mal verheiratet, sind wohl jetzt wieder dabei, sich anzunähern, wie auch immer. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, das hätte nett sein müssen, aber okay. Die Story an sich, um Abigail, um den Todesfall, ist super, super spannend und packend. Also ganz, ganz toll. Es bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen, aber das liegt nur an dem Drumherum, was mich nicht so interessiert hat. Ansonsten war es wirklich, wirklich klasse. Schreibt mir doch mal, ob ihr schon mal Karin Slaughter Bücher gelesen habt, wie ihr die fandet und ob ihr mir noch irgendeins empfehlen könnt, was richtig gut ist. Also da würde ich mich über einen Kommentar freuen. Ja, und wer mich noch nicht abonniert hat und das gerne machen möchte, darf das auch tun. Das war's dann erstmal für heute und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, eure Mone.